Er ist von der neuen AfD-Fraktion eigentlich für das Amt des Vizepräsidenten im Landtag vorgesehen. Uli Henkel aus München wird vom Verfassungsschutz beobachtet, wie nun aus einer Anfrage der Grünen hervorgeht. Der Hintergrund: in einem selbstgedrehten Video, das mittlerweile nicht mehr online ist, dem BR aber vorliegt, schimpft Uli Henkel über Flüchtlinge aus Afrika. Wörtlich sagt der Münchner AfDler: schon jetzt randalieren gerade Schwarzafrikaner überproportional häufig und sie verticken wirklich überall Drogen. Für Katharina Schulze von den Grünen hat sich Uli Henkel damit für ein Amt im Landtagspräsidium disqualifiziert. Landtagsvizepräsident zu sein, ist ein sehr wichtiges Amt. Damit vertritt man den gesamten Landtag. Dem ist Herr Henkel aufgrund seiner Vergangenheit, seiner Aussagen und seiner Einstellung ganz sicher nicht gewachsen. Das sieht auch der Sozialdemokrat Florian von Brunn so. Er hat bereits zuvor das Video der Staatsanwaltschaft übergeben, zur Prüfung, ob hier der Tatbestand der Volksverhetzung vorliegt. Wenn jemand so spricht, dann ist er ein Rassist. Mehr muss man dazu nicht sagen, weil die Ausfälle gegen Schwarzafrikaner, die pauschal in für mich volksverhetzender Weise da diskriminiert werden, das spricht Bände. Aus der CSU heißt es, keine Totalblockade eines AfD-Kandidaten. Die Äußerungen Henkels seien jedoch problematisch. Von daher gesehen kann ein Parlament erwarten und eine Gesellschaft erwarten, dass ein Kandidat für so ein Amt über jeden Zweifel erhaben ist. Auf Anfrage des BR räumt Uli Henkel ein, dass er in der betreffenden Videopassage nicht glücklich formuliert habe, sich dafür entschuldige und sich trotz der Verfehlung in der Lage sehe, den Freistaat würdig zu vertreten. Neben Henkel werden auch Ralf-Dieter Stadler und Andreas Winhardt vom Verfassungsschutz beobachtet. Für die Wahl ihres Kandidaten für das Landtagspräsidium ist die AfD am kommenden Montag auf Stimmen aus den anderen Fraktionen angewiesen.